Hey, ich bin Joe, ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. In der letzten Folge sind wir schön in die Polizeistation hineingekommen. Da steht übrigens auch nochmal der Blumenstrauß aus Resident Evil 7 und es gibt auch noch andere Assets, die in Resident Evil 7 wiederverwendet wurden. Und ich glaube, Leon ist mittlerweile eingetroffen. Wir sollen mal nachsehen, ob er irgendwo ist. Wo genau weiß ich jetzt? Steht das hier? Da steht drei Medaillons finden als... Okay. Irgendwo muss ich hin, der steht draußen. Ich sollte mal nachgucken. Mal gucken, ob ich den nochmal fragen kann. Kann ich leider nicht. Okay. Dann gucken wir einfach mal oben, ob sich da eine neue Tür geöffnet hat oder so. Wir haben ja einen Schlüssel, einen neuen, der jetzt... Aber warte mal, habe ich den in die Truhe gelegt? Ich kann diesen dämlichen Film in die Truhe legen, weil ich glaube, dass wir den nicht mehr brauchen, soweit. Beziehungsweise, wenn wir ihn brauchen... Film, wichtiges Objekt, ein nicht entwickelter Film. Dann haben wir auf jeden Fall eine Truhe in dem Fotolabor und können den da verstauen. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße! So, wir haben das Messer, wir haben die Sprays, wir haben das Ding. Schießpulver ist wichtig, Schlüssel... ihr habt geschrieben, wenn irgendwas rot ist, dann braucht man das definitiv nicht mehr. Den Schlüssel, den nehme ich nochmal mit. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen für andere Türen oder ob es immer nur einen Schlüssel für eine Tür gibt. Weiß ich nicht. Wir sind oben rausgekommen. Ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Hier ist eventuell auch noch... Hier ist auch blau. Da sind wir rausgekommen. Dann gucke ich oben nochmal. Ich meine, oben war auch noch irgendwo eine Tür. Hier. Ja. Der passt auch. Oder? Bleib schön drin. Können Zombies Türen aufmachen? Ich frage mich, was passiert, wenn wir den quasi runterlocken zu dem Typen. Frisst er den dann? Der kann nicht raus. Kann er nicht raus? Aber ich komme auch nicht rein, ist das Problem. Hallo. Ja, geh du mal. Komm. Der macht immer wieder die Tür zu. Ich komme nicht rein. Es tut mir leid. Ja, ja, ja. Okay. Nimm das ernst mal, Spiel. Nimm das Spiel mal ernst, Shaui. Gibt es noch andere Türen mit dem blauen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht auf der anderen Seite. Da sind definitiv noch andere Türen. Ich weiß aber nicht, wo genau wir hin mussten. Warte mal, da hatten wir das Ding schon rausgeholt. Vielleicht ist das draußen. Vielleicht steht er draußen vom Zaun. Er stand irgendwo vor. Oh. Ah, okay. Da ist auch noch eine Tür. Was haben wir da? Da ist auch noch eine Tür mit dem blauen Schlüssel. Wir brauchen also definitiv das blaue Ding. Kraut nehmen wir mal mit. Ich guck mal eben in der Map. Wo sind wir denn? Das müssen wir noch durchsuchen. Da ist die Leiter, aber da ist der Zombie drin. Wir sind im Wartezimmer. Okay. Okay. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Wow, was für eine... Weißt du, wenn du eine Stadt besuchst und im Stadtführer als erstes die Polizeistation steht, da weißt du schon genau Bescheid. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus, nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation, befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aller Welt anzieht. Super. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Und warum ist ein Waisenhaus ein interessanter Ort für Touristen? Verstehe ich auch nicht. Nette Bilder. Irgendwie unpassend hier. Aber wir haben noch richtige schöne Fernseher hier. So, hier war noch ein Text. Ich glaube da... Hallo? Da hinten, andere Seite. Oh, ein Safe. Okay. War hier noch... Hier sind überall...
überall Saves. 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 Ich weiß aber nicht, ob man da so nach und nach die Informationen für findet. Also die Codes, ob die irgendwo drin sind. Gut. Gucken wir erstmal hier. Hallo. Schon direkt wieder das Feeling hier angepasst. So. Wir sind in diesem Flur. Ach so, wir haben keine Karte, deswegen wissen wir nicht, was uns hier erwartet. Ich gucke erstmal ganz vorsichtig um die Ecke. Können wir da eventuell raus? Okay, wir brauchen irgendwas, um das aufzumachen. Ich weiß noch nicht, was. Das nehmen wir mit. Wir können es kombinieren. Okay. Weißt du, so kleine Pflanzen, die kannst du, da brauchst du einzelne Slots für. Aber so riesige Bretter zum Vernageln der Fenster, die kannst du kombinieren. Die kannst du stapeln, weißt du? Null Problemo. Hallo? Hier sind wieder Statuen. Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Verziert, dachte ich erst. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben, der sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlinge in schlimme Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit dem Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Diamant von was? Weapons Locker Key... Oh, Schlüsselkarte. Weapons Locker Keycard. Wir können uns die... Vielleicht können wir uns die Pumpgun jetzt holen. Das sollten wir auf jeden Fall mal überprüfen, du. Linker Staturenarm. Ach, können wir nicht da reintun? Okay, dann müssen wir erst was wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte in ihrem Zweck erfüllt haben. Ein Hakensymbol tragen, wegwerfen, indem sie... Ah ja, guck mal, hat ein Hakensymbol. Alles klar. Das heißt, wir können den wegwerfen. Unwiederbringlich verloren. Ich bin ja nicht so ein Freund von. Kann ich eigentlich nur kombinieren? Ich kann nur wegwerfen. Okay, hat aber einen Haken, deswegen sagen wir mal wegwerfen. Dann machen wir das so. Wenn wir das definitiv nicht brauchen... hallo? Brauche ich da mehr Space für oder was? Habe ich da nicht genug Platz für? Okay. Was auch immer wir hier machen können. Ich muss erstmal wieder Platz in meinem Inventory schaffen. Ich frage mich, ob ich dann noch weitergehen soll oder ob ich erstmal Platz im Inventory... Ich schaffe erstmal Platz im Inventory. So. Dann gehen wir zurück. Resident Evil ist bei mir ja immer eine Kombination aus hin und her rennen und wieder Sachen zwischenlagern. Aber ich bin auch so der Typ, ich kann nichts wegwerfen. Ich glaube, den Film hatte ich auch noch bei mir. Wenn wir den schon haben, dann versuchen wir den mal zu entwickeln. Aber ich würde wetten, wir brauchen mehr als einfach nur den Film. Egal. Pass auf, das. Achso, haben wir schon. Jetzt haben wir zwei frei. Okay, die verstauen wir auch erstmal. Einfach für den Fall. Wir haben ja noch genug Munition. Die können wir uns später noch wiederholen. So, schön speichern. Klick, klack, klack. Und jetzt hole ich mir zuerst mal die Shotgun. Boah, war das hier? Ich glaube schon. So. Wo sind wir? Wir sind... Hier. Ach so. Wir müssen den anderen Weg wählen. Weil hier ist ja zu. Wir müssen durch die blaue Tür. Officer! Scheiße!
Lebt der eigentlich noch? Ich weiß nie, wann Zombies wirklich tot sind. Und ich muss auch noch das Rätsel hier mit dem Schreibtisch lösen. Komm, wir haben ja genug Munition. Gott, ich hasse es. Ist das der einzige? Da sind nur noch zwei drin. Ich liebe es. So, Kollege. Ich wollte mir eigentlich nur eine Wumme holen. Ah, er steht wieder auf. Ich wusste es. Er hängt ein bisschen fest. Oh! Wie viele Schuss brauchen die eigentlich? Der zuckt noch, da hinten. Ah, der Kopf ist geplatzt, also der ist definitiv tot. Genau wie Fetti. Fetti ist auch tot. Und was ist mit dir? Momentan bewegt er sich nicht. Haben wir jetzt genug Zeit? Okay. David Ford. Ich wusste es. Ich wusste, dass du noch lebst hier. Wie gesagt, wir haben ja genug Munition momentan noch. Der zuckt auch noch. Ich traue dem Braten nicht. Hey, eine Taschenlampe. Achso, die können wir nicht nehmen. Also, wir haben B. Nochmal gucken, nochmal nach dem Zettel gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob die Vor- oder die Nachnamen. David Ford. Elliot Edward. David Ford. Es müsste ja eh sein. Aber da ist kein E und kein. Ich verstehe das irgendwie nicht, weil P-O-N-M-L-K-P-O-N-N-L. Ah, da, F. David Ford. Und Elliot Edward. E. Sollen wir die dann einfach durchprobieren? Warte mal, wer saß denn zuerst da? Hier haben wir... F ist hinten. Und E. E und F. E und F. Aber wir haben nur da ein F und da haben wir nur ein E. Deswegen verstehe ich das halt nicht. Wie sieht's hier aus? Haben wir hier ein E und ein F? Kann natürlich auch die Vor- war das oder vielleicht die Vornamen? D? Also E und D? E und D? Ode. Ich weiß nicht mehr. Ich habe auch den... Habe ich den Zettel noch? Notiz eines Polizisten. Das war auch nicht. Broschüre, Ereignisbericht. Einsatzbericht, Schießpulver. Okay, pass auf. Die Initialien unserer Vornamen. Der Schlüssel zum Verfolg steckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Die Reihenfolge unserer Schreibtische. Ist da denn irgendwie eine Nummer oder so? Frag mich halt auch, wer drankommt. Marvin, also M. Wir haben M, wir haben R. Hier steht dummerweise nirgendwo ein Schild. Das Dach, ja, ah, hier. Dach da, hier, warte mal. Also ich muss mir das mal eben aufschreiben. Ich muss mir das mal eben aufschreiben. Vornamen, da stand Vornamen. Also, M und R. M und R. Und... Uah.
George G. MRG. Gut, MRG. Und hier muss auch noch irgendwo ein Schild liegen. Habe ich eigentlich die Schränke schon durchsucht? Waren wir da hinten schon drin? Ah, und da haben wir N. E. Elliot. Und D. Ned. M-R-G-N-E-D. Okay. Versuchen wir es mal. N-E-D müsste es sein. N. Ah, E. D. Halleluja! Und hier haben wir dann M-R-G. M-R-G. Halleluja! Zack! Yeah! Ein Schnelllader! Können wir den kombinieren? Kombinieren mit... Zack! Anpassung! Ja, das ist ja nice. Leon S. Kennedy! Nice! Okay, haben wir das auch erledigt. So, jetzt holen wir uns noch die Pumpgun. Ne, erstmal gucken wir hier hinten in dem Büro. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Ja, ihr seht, hier geht's gemütlich ab, aber dafür lösen wir auch mal was. Ach so, hier war ein Safe. Okay, das heißt, ich denke mal, die Hinweise zu den Safes, die man überall findet und den Schlössern, Zahlenschlössern irgendwo an irgendwelchen ja, Schließfächern, da kommen wir demnächst auch noch zu. Hallo, ich bin da. So. Safety Deposit Room. Ich weiß gar nicht, was das ist. Schließfächerraum. Ich glaube, da war auch einer drin, ne? Ich weiß aber nicht, ob der schon tot war. Also so tot, weißt du? Wenn wir mal vorbei. So. Okay. Lied. Ja. Ja. Alles klar. Take it. Okay, dieses Granatwerk kann Brand- und Säuregranaten abwerfen. Ist ein Granatwerfer. Ah, verstehe. Dann haben wir da jetzt macht der Wachselwaffeln. Waffe wechseln. Zwei. Können wir die irgendwie sortieren? Können wir die. Können wir die irgendwo auf Shift bewegen? Schade. Wir können die anscheinend nicht auf. Ach so, wir können auch mit der. Okay, mal geht auch mit der Maus das. Ich dachte, wir müssten die speziell irgendwo. Könnten die noch umsortieren. Ich glaube, bei Resident Evil 7 war das so. 203. Ich glaube, wir brauchten die 3. Die 3-Taste, ne? Die fehlte uns nachher. Ja, dummerweise habe ich die Taste nicht bei 3 eingesetzt. 103. Ansonsten haben wir hier alles. Sieht gut aus mit den Schließfächern. Ein Granatwerfer. Ich weiß nicht, was es hier noch gab. Ach so, den Film entwickeln. Boah, jetzt muss ich mal eben überlegen. Wo war das denn? Dunkelkammer. Doch, hinter uns. Da rein. Hier rein? Nee, links. Wait. Hier rein. Hinter uns. Stairs. Ah ja. Ich glaube, Fenster, die wir nicht zunageln, möglicherweise kommen die ja immer wieder rein. So, erstmal speichern. Ha. Und jetzt können wir, glaube ich, auch die Granatdinger, können wir die kombinieren? Brandgranaten herausnehmen, genau. Dann haben wir die quasi kombiniert. Der hat auch einen roten Haken, den können wir eigentlich... Den können wir... Oh Gott. Auch wegwerfen. Wegwerfen. Vor allem, ob man Sachen wegwerfen kann, die man vielleicht noch braucht. So, grünes Kraut, Film, den müssen wir auch herausnehmen. Schießpulver können wir kombinieren. Das nehmen wir mal heraus. Können wir nicht. Boah. Dann erstmal
die, weil mit dem Schießpulver, obwohl ich glaube, mit dem Schießpulver, wir können, wenn das wieder Resident Evil 7 ist, können wir mit dem Schießpulver vielleicht noch andere Sachen kombinieren. Lassen wir das erstmal da drin. Ich habe ja genug Munition. Holzbretter nehme ich auf jeden Fall mit. Film gucke ich mal, ob wir da jetzt was entwickeln können oder so. Was steht da? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Okay. Ich guck mal, ob wir hier... Erinnerungsfoto. Okay. Der muss ein Buch in der Hand haben. Der braucht ein Buch. Die Hand und ein Buch. Erinnerungsfoto. Vielleicht finden wir öfters mal so Filme, die wir dann hier entwickeln können. Interessant. Okay, der braucht ein Buch und eine Hand. Haben wir hier vielleicht... Ah, hier, Erinnerungsfoto. Haben wir weiterhin als Dokument da. Gut, gut zu wissen. Das macht natürlich Sinn. So, nochmal schnell speichern von der anderen Seite. Und dann versuche ich nochmal den Arm einzusetzen. Oh Gott. Jetzt muss ich nur wieder rausfinden hier. Ich glaube, hier war das, ja. So. Home sweet home. Oben war das, glaube ich, ne? Wo wir hin konnten. Habe ich denn jetzt genug? Ja, jetzt müsste ich eigentlich genug Platz für den Arm haben. Der arme Arm. Und dann gehen wir mal zu Leon. Potenziell. Nein, da nicht. Da. Was hier? Art Room. Art Room war das, ne? Toll. Ich brauche doch nur einen Slot. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein Buch. Die Frage ist, wo wir das finden. Ich vermute mal in der Bibliothek. Könnte mir gut vorstellen, dass man das in der Bibliothek findet. Aber ich gucke jetzt erstmal, was hier ist. Ein Ausgang. Wow. Pflanze. Wir sind zumindest draußen. Der stand ja irgendwo draußen. Oh. Oh. Okay. Da einfach so reingekracht. Der Pilot lebt, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Ich hoffe, er kommt da nicht gleich rausstolziert. Er ist eines natürlichen Todes gestorben. Aber ich glaube, das macht auch nicht mehr viel Unterschied. Gut, gehen wir mal raus. Leon, ich hoffe, er ist da. Aha. Hey! Claire? Ja, sieh mal eine an. Ich bin gleich da. Noch ist der Pilot da. Ach, da, da. Brennende Zombies. Komm schon. Leon, wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Arschtrocken. Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, schieß doch das Schloss auf. Schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Hallische Nacht, was? Ja. Aha. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Na, da haben wir ja Glück gehabt. Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Oh oh. Oh oh oh. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich nicht im Zaun. Bitte, geh schon. Kletter doch über den Zaun. Wir schaffen das. Beide.
Hey Marvin, das ist übel. Hier sind überall Zombies. Schneidewerkzeug. Marvin, sind Sie da? Marvin? Gott, das darf nicht wahr sein. Marvin ist nicht mehr da. Komm, nimm das mal. Wir können ja kombinieren. Okay. Wir können jetzt was durchschneiden. Haben wir vorher schon irgendwo gesehen. Da können wir auch raus. Ich vermute mal, oben kommen wir jetzt nicht mehr her. Ja, ja, da laufen die Verbrannten rum. Gut, dann gehen wir mal unten durch. Ist sicherlich besser. So. Bin echt gespannt, was hier so drin ist. Puh. Okay. Ich hasse das, wenn die vor der Tür rumlungern. Ach, wir sind hier. Alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Aber kommen wir auch da raus? Ach, du schon wieder. Muss nachladen. Ah, fuck, ey. Die Frage ist, komme ich hier raus? Ich komme nicht mehr hier raus. Ich muss erst eine Sicherung finden. Oh Gott. Ich muss erst eine Sicherung finden. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich frage mich auch. Ich glaube, der hatte noch was in seinem... Zumindest in der... Ja, guck mal hier. Da ist noch was. Munition. Ja. Inventar ist voll. Können wir später mitnehmen. Wo finden wir eine Sicherung? Wir müssen irgendwo eine Sicherung finden, sonst kommen wir hier nicht raus. Können wir da noch rein? Ah, da können wir auch raus. Guck mal hier. Da können wir raus. Eine weitere Tür. Oh Gott! Oh nein! Wäre es mal besser, ne Dingens gewesen. Oh, ich glaube, die klappern auch am Fenster. Da liegt was. Blendgranate. Okay. Kann ich leider nicht nehmen momentan. Das war ein Fenster. Oh, die Sicherung. Die Sicherung. Kann ich aber auch nicht nehmen. Ach, verdammt. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Struggle. Lass mal da. Klar, Fenster ist... Kann ich das wegräumen? Ah ja. Ah ja, alles klar. Ich muss was vernichten oder was benutzen. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh. Lauf weg. Jetzt haben wir wenigstens Platz im Inventar. Okay, was nehmen wir denn hier? Das hier. Benutzen. Gesund. Oh Gott. Versuchen wir den mal. Oh fuck. Ja, klar. Lad erstmal nach. Alles klar. Das war dumm. Oh fuck. Das ist gefährlich hier. Scheiße, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Es ist verdammt schwer. Wo ist denn das Teil? Blendgranate. Muss ich erstmal hier hinkommen lassen.
Okay, vielleicht mal, Kraut hat nicht viel gebracht. Jetzt können wir die Blendgranate nehmen. Nein, wir lassen sie lieber da. Oh Gott. So. Da liegt noch mehr. Ich muss gucken, was da so liegt. Ich muss erstmal da raus. Ich muss erstmal da raus. Oh Gott. Es ist genau dieselbe. Na komm, geh schon raus. Geh schon raus. Und so machen. Wie mache ich das zu? Kann ich ihn wieder ausmachen? Oh Gott. Wir sind verwundert. Ich muss scheinbar das Spray nehmen oder habe ich noch mehr. Ach. Ich habe noch Kraut. Warte mal. Wir könnten das Grüne mit dem Roten benutzen. Das machen wir jetzt erstmal. Oh Gott, das ist. Die Steuerung macht mich ein bisschen wahnsinnig. Rausnehmen. So. Jetzt gucken wir mal. Kombinieren. Ja, alles klar. Kombinieren. Gemischte Kräuter. Können wir die benutzen? Gesund. Gut. Und jetzt speichere ich erstmal. Oh. Jetzt haben wir wieder einen Weg zurück, aber es sind leider zu viele Zombies. Sehr, sehr zu viele. Wir müssen ein Buch finden, damit wir in einen neuen Bereich vordringen können. Können die Türen dummerweise auch nicht zumachen. Das war. Die Bibliothek war oben. Also gehen wir da jetzt rein. Ich bin mir sicher, dass da ein Buch ist. Wo sonst sollte ein Buch sein? Wir sind auch wieder Zombies unterwegs, das ist das Problem. Okay, zwei. Zwei ist okay. Drei vielleicht. Vielleicht drei. Vier. Okay, da ist ein Wagenheber. Ich muss da. Okay. Wir können hoch. Da liegt was. Das Buch. Das rote Buch. Ich glaube, das brauchen wir doch. Für den neuen Bereich. Guck mal. Aber ich wollte mich da auch noch umgucken, aber ohne vernünftige Waffe ist es momentan nichts. Ich will erstmal gucken, ob das vielleicht das Buch ist, was wir da einsetzen müssen in den Statue. Und ob wir da vielleicht einen neuen Bereich freischalten. Das könnte soweit sein. Können wir da eigentlich in dieser Statue irgendwas machen? Das sieht so nach Secret aus. Ich weiß gar nicht, ob es hier schöne, tolle Secrets gibt. Oh, warte mal. Hier rennen jetzt natürlich auch brennende Zombies rum, vermutlich. Ja. Fuck, ey. Oh Gott. Oh nein. Wo kam der denn her? Okay, okay. Setz mal das Buch da ein. Ach, ich musste erst den Arm kombinieren. Aha. Zepter. Was können wir mit dem Zepter machen? Untersuchen. Wichtiges Objekt Space. Rotes Juwel. Ein kostbar aussehender Edelstein. Oh, die müssen wir bestimmt irgendwo einsetzen. Ah, verstehe. Können wir sonst noch irgendwas untersuchen? Ausrüsten, untersuchen. An den Waffen wird wahrscheinlich nichts. Oh, können wir sogar kombinieren. Nichts Interessantes dran sein. Nur an so Gegenständen, die wir halt so irgendwie finden. Ah, ich habe noch ein Spray. Sehe ich gerade. Oh, ich traue mich da jetzt kaum raus. Vor allem, weil ich. Boah, pass auf. Ich will das Spray eigentlich behalten. Ich
will erstmal das Ding in Sicherheit bringen und speichern. Ich denke mal, wir brauchen das für irgendeine andere Statue, diesen Rubin. Kann ich mir gut vorstellen. Für irgendein Rätsel oder irgendwie so. Warte mal, das war doch in dem Buch, oder nicht? Das Ding. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen. Ist auf jeden Fall interessant. Okay. Durchhalten. Erstmal Platz im Inventar schaffen. Brauchen wir bestimmt gerade nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Momentan. Granatwerfer ist nett, aber hat mir nicht wirklich weitergeholfen momentan. Ich speichere erstmal. Ich glaube, hier gab es noch irgendeine Tür. Mit einer Kette davor. Ich weiß nicht mehr welche. Natürlich. Of course. Eigentlich wollte ich da vernageln. Oh, das war. Das war ja mal richtig was. Ah, okay, da brauchen wir einen grünen Schlüssel für. Oh nein! Was zum Teufel? Es sind zwei. Ich muss auch vernageln. Du stehst ja nicht mehr auf, ne? Ich will es einfach mal versuchen. Natürlich. Das hilft ja super viel. Okay. Okay. Ich hoffe, du bleibst tot. Der ist geplatzt. Bleib bitte tot. Bleib bitte alle tot. Okay, der steht auch gerade wieder auf. Bleib tot, bleib tot, bleib tot. Solange wir die Köpfe zum Platzen bringen, ist es immer gut. Hi. Come to me. Wow. Ist der Kopf geplatzt? Krass. Wir werden besser. Wir werden definitiv besser. Ich weiß jetzt nur nicht. Warning, keep out. Kommen wir da rein? Was ist das? Sieht böse aus. Da hinten ist noch ein Fenster. Mal gucken, ob wir das ganz schnell zumachen können. Scheiße, können wir nicht. Mädel! Ich will deinen Schädel! Bin mir nicht sicher, ob ich... Oh Gott. Ja klar, lad erstmal nach. Oh Gott. Okay, wir brauchen doch viel Munition. Da kann man nur in den anderen Bereich. Wo war denn dieser... Da. Das habe ich gesucht. Locker Room. Cap. Okay, wir haben Passwort für ein Locker. Locker Room. Wieso schreibe ich überhaupt hier mit diesem Stift? C-A-P. Okay. Das kann jetzt natürlich jeder sein. Der Locker in dem Locker-Room wahrscheinlich.
Gut, Pflanze. Oh, was ist das Schönes? Ein Elektronikgerät. Ich glaube, das konnten wir... Da gab es noch einen anderen Eingang, wo wir das einsetzen konnten. Blendgranate. Nehmen wir mal mit. Okay, da ist jetzt auf. Da brauchen wir einen roten Schlüssel für. Hier haben wir noch einen. Können wir kombinieren. Für mehr Fenster. Hey, sonst noch was Schönes? Wie geht's uns eigentlich? Warnung. Ja, Warnung ist so okay. Ist so, so ein Mittelding. Wir dürfen uns dann eigentlich nicht erwischen lassen. Okay, da kommen wir nicht raus, da kommen wir raus. Ah, wir sind bei den Getränkeautomaten. Alles klar. Das heißt, hier kommen wir in das Office und kommen dann da wieder raus. Das Gute ist, die spawnen anscheinend nicht neu. Aber bis auf die, die wahrscheinlich irgendwie durch das Dingens kommen. Durch die Fenster kommen können. Ich denke, wir müssen definitiv nochmal diesen einen Bereich zurück. Ich speichere erstmal. So. Was tun wir denn da rein? Blendgranate. Wir können nochmal kombinieren. Ja, zack. Dann haben wir nochmal ein bisschen Heilung. Was können wir erstmal da rein tun? Oh, hier. Wir haben, können wir wegtun. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben alles geöffnet, was wir brauchen. Ich verstaue das trotzdem mal. Man weiß ja nie. So. Gehen wir nochmal zurück in die Hölle. Da waren aber echt viele. Ich weiß halt nicht mal, wofür wir das Elektronikteil brauchten. Ich glaube, das war oben. Oben bei diesem Ausgang. Um dann in diese andere Tür reinzukommen. Aber das sind jetzt quasi, das sind jetzt die brennenden Zombies. Das wird schwer. Das wird schwer. Wir könnten natürlich auch nochmal in die Bibliothek zurück. Aber ohne eine vernünftige Waffe kommen wir hier nicht großartig weiter. Wir müssen mal was anderes finden als diesen Granatwerfer. Der ist nett, aber zu großflächig. Irgendwie zu großflächig. Und die zweite Taste müssen wir auch noch finden. Na gut, let's do this. Ich frage mich, wie weit die Zombies kommen. Ob die durch diese Türen noch rauskommen oder erst durch diese Tür. Pass auf. Wir benutzen das jetzt, dass es uns gut geht. Wenn hier die brennenden Bastarde kommen. Ich glaube, hier war das. Nee, hier ist keiner. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das da... Nee, das können wir da nicht benutzen. Okay, wo war das? Wo war das Elektronikteil? Der ist nur kurzzeitig außer Gefecht. Der brennende ist weg. Du stehst doch auch wieder auf hier, ne? Wir brauchen bald wieder Munition. Wir brauchen bald Munition. Komm ich daher? Er ist definitiv zu. Scheiße, wo brauchen wir denn dieses Elektronikteil? Vielleicht unten. Ah, da waren so viele böse Buben. Da ist was. Da ist was. Ist da. Ist da. Munition. Okay, sehr gut. Vielleicht war unten das Elektronikteil. Ich guck mal hier nochmal. So, das war der neue Bereich. Ich weiß nicht. Na, hoffentlich stehst du nicht wieder auf. Da gab es noch Munition. Ist da?
Komm mal rein. Da gab's nur noch Munition. Wo sind die denn alle? Nein, mach an. Locker Room war, glaube ich, das heißt Schließfachraum. Locker Room. Wird ja irgendwo einen Hinweis geben, wo der Locker Room ist. Presseraum, Büro Ostseite, Toilettenraum der Wache, Westseite. Wir sind da. Da gibt es ja noch so einen kleinen Raum. Waren wir da noch nicht? Hier irgendwo? Hier links? Müssen wir ja zurück. Irgendwas gibt es da noch. Das ist quasi links und dann auf der rechten Seite. Wo? Wo? Oh. Ach, da hinten. Hey, er hat die Tür aufgemacht. Sehr nett von dir. Ich muss mir eben Munition holen. Toll, ein Schuss noch. Huch. Ach, der ist hier raus einfach nur gekommen. Ich glaube, hier gab es noch ein bisschen was. Zu viele. Kommen die eigentlich mit hier raus? Wo ist eigentlich unser Freund? Ist der abgehauen? Okay. Muss mich beeilen. Was? Was braucht er zum Teufel? Muss mich beeilen. Was braucht er? Braucht er irgendwas? Medizin? Ich muss irgendwo speichern. Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? 7777 da. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich als nächstes hingehen soll. Ich weiß nicht, wo ich dieses Elektronikteil benutzen soll. Hallo. In den Hinterkopf. Ah, hallo. Ich hasse es. Ich komme noch nie in den Raum rein. Da sind einfach zu viele. Hallo? Es sind zu viele. Okay, ich könnte noch mal in der Bücherei gucken. Es gibt sicherlich noch einige Räume, wo ich noch nicht war. Aber ich weiß momentan nicht, wo ich dieses Elektronikteil irgendwie einsetzen könnte. Ich geh nochmal oben gucken. Da gab es auch noch einen Weg. Genau, da konnten wir oben irgendwie her. Aber da war kein Platz. Ich habe gesehen, man konnte diese, diese Dinger verschieben. So, sei bitte tot. Natürlich. Hier, man konnte diese Dinger verschieben. Oh, der knabbert. Ach, wir brauchen so ein Teil, um den... Okay, Wagenheber. Verstehe. Der knabbert ja gerade noch. Wir brauchen Wagenheber, um das Teil zu verschieben. Und da ist auch noch eine Tür. Ah, das zweite Rätsel. Der zweite. Alles klar. Warte mal, das ist... Oh Gott. Der kommt dann noch gleich raus. Oh, Pläne. Neue Pläne. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Alles klar, hier gibt es neue Bereiche. Hier war ich noch nicht. Natürlich sind es zwei. Ja, es war so klar, es war so klar. Scheiße. Die sind einfach zu schnell an einem dran. Zu schnell, zu schnell.
War da was? Oh, neues Messer. Wir können ja mal gucken, wie man damit einen abwehren kann. Scheiße. Ist denn sonst nicht hier irgendwas Nützliches rum? Ich habe mein Messer in dem einen vergessen. Ich schaff das. Okay. Leider werdet ihr nicht mehr lange leben. Also ihr werdet noch länger leben. Ich muss mal eben nach dem Rätsel gucken, dass wir zumindest hier das Ding kriegen. So, das ist das Einhorn, hat Fische, Skorpion und eine Vase? Fische, Skorpion, das da, Wassermann, ach so, alles da. Und ihr bleibt jetzt schön liegen hier. Ah, ich weiß, der Zünder für oben, der Zünder für oben, ich weiß jetzt, haha, ich weiß jetzt, wir brauchen den Zünder für oben, wo diese Tür verriegelt war. Auf dem Dachboden. Ja. Uns geht's aber dummerweise nicht so gut. Ich benutze mal hier das Kräutergemisch. Dann geht's uns wieder gut. Achso, ich wollte eben noch das Medaillon einsetzen. Medaillon. Zack, benutzen. Ich sehe schon. Gut. Speichern und dann gehen wir auf den Dachboden. Das machen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. So schlimm kann es ja nicht sein, sagte der Schaui. Nein. Ach, wir haben noch genug. Guck mal, wir haben noch genug. Save Points. So, Dachboden. Da gehen wir. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Oben wahrscheinlich, ne? Oben durch die Bibliothek. War oben die Bibliothek? Ne, oben war was anderes. Was war oben? Uns geht's doch gut, ne? Gesund und so. Doch, oben war die Bibliothek. Haben wir unser Messer? Wir haben das Messer, okay. Das zweite ist, weiß ich nicht, wo das war. Habe ich mich hier überhaupt schon umgeguckt? Ich weiß gar nicht. Oh! Great. Endgeil. Ich glaube, Zombies können keine Leitern benutzen. Ach, deswegen, wir kommen... Ah, verstehe. Wir kommen da nicht hin. Wir müssen diesen Weg nutzen. Damit wir da vorne hinkommen. Ich verstehe. Wir werden quasi gezwungen zu unserem Glück. Hier wieder die Blumen von... Mutti aus Resident Evil 7. Ist denn hier noch irgendwas in den Regalen? Da können wir klettern. Geht sich drauf. Okay. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Oh, ah ja, der Hänger. Alles klar. Der Durchhänger. Das ist bestimmt der Zünder. Ich wusste es. Und jetzt? Aber wie zünden wir den jetzt? Wie benutzen wir das? Ich glaube, wir brauchen noch einen Zünder. Einen Fernzünder oder so. Kann das sein? Wir brauchen bestimmt einen Fernzünder irgendwo. Goddammit. Wir brauchen einen Fernzünder. Wir haben hier so diverse Keys für locker. Beziehungsweise, wir haben einen Locker-Code. Locker-Room stand da. Ich weiß dummerweise nicht mehr, wo der Locker-Room war. Ich weiß auch gar nicht mehr, was hier oben war. Ach so, da ging es einfach nicht weiter. Gut. Was kann man... Hä? Könnte man da was machen? Ach nee, war die Tür.
finde das manchmal so verwirrend. Also Third Person ist so absolut nicht mein Ding. So, das hier, da wollte ich noch hin. Ist auch ein Asset aus Resident Evil 7. Die Figur, die Puppe. Seht ihr? Seht ihr die Puppe? In dem kleinen Haus, wo auch die Demo gespielt hat. Ich frage mich auch, was hier durchgebrochen ist. Irgendwas Großes vermutlich. Hier ist ein Locker. Weiß aber nicht, ob das passt. CAP. Ja, muss ein anderer Locker sein. Es muss unten irgendwo noch ein Lockerroom gegeben haben. Hier, Lagerraum, Bibliothek, Lagerraum, Ost, Balkon. Okay. Müssen wir ein bisschen Munition sparen. Ist er auf dem Weg zu uns? Ja, quasi. Quasi. Wir müssen jetzt aber da runter. Geh mal zur Seite. Men's Room. Hier war ein Locker Room. Hier. Locker Room. Cup. C. Okay, das passt sogar. Na toll. Einfach nur Granaten. Ich dachte, wir finden da irgendwas Tolles. Ach, da kommen wir nicht her. Da kommen wir nicht her. Wo finden wir den Zünder? Irgendwo muss es den Zünder geben noch. Irgendwo muss es den Zünder geben. Safe Room. Gut. Hier könnte ich auch nichts mehr aufmachen, ne? Warum ist denn hier dunkel? Achso, weil ich entwickelt habe. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Habe ich noch irgendwas Tolles hier drin? Den roten Juwel, das Schießpulver. Das können wir jetzt gebrauchen, weil wir neue Munition brauchen. Gemischte Kräuter können wir auch gebrauchen. Ja. Nein, benutzen. Kombinieren. So. Ich muss immer so ein bisschen sortieren und so. So, die gemischten Kräuter brauchen wir, damit wir nicht sterben irgendwann. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Break in der Folge. Ich bin leider etwas enttäuscht von dem Zünder. Ich dachte, wir kommen da jetzt oben rein, aber anscheinend brauchen wir noch eine Fernbedienung oder sowas für den Zünder. Es muss also noch irgendwo, müssen hier noch Bereiche sein, wo wir noch nicht waren. Wir waren in diesem oberen Bereich noch nicht, bei der Statue, weißt du, wo wir die zweite Medaille gefunden haben. Da würde ich das nächste Mal nachschauen, ob wir da vielleicht noch was finden oder da andere Bereiche sind. Habe ich jetzt so spontan nicht gesehen. Aber ich denke mal, da werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Resident Evil 2. Haut rein, Leute. Ciao.